Von Fischfangrechten bis hin zu Transport und Energie. Die Details des Brexit-Handelsabkommens stehen fest. Neue Präsidentin. In Moldau hat Maia Sandu den Amtseid abgelegt. Nach 10 Verhandlungen haben sich die Europäische Union und Großbritannien auf einen Brexit-Handelspakt geeinigt und so einen wirtschaftlichen Bruch zum Jahreswechsel abgewendet. Wir haben endlich eine Einigung gefunden. Es war ein langer und kurvenreicher Weg, aber wir haben einen guten Deal vorzuweisen. Er ist fair, er ist ausgewogen und er ist das Richtige und respektiert beide Seiten. Zunächst einmal wird der Wettbewerb in unserem Binnenmarkt gerecht sein und bleiben. Die Regeln und Standards der EU werden eingehalten. Wir haben wirksame Instrumente, um zu reagieren, wenn der faire Wettbewerb verzerrt wird und unseren Handel beeinträchtigt. Zweitens werden wir weiterhin mit Großbritannien in allen Bereichen von gemeinsamem Interesse zusammenarbeiten, zum Beispiel auf den Gebieten Klimawandel, Energie, Sicherheit und Transport. Der britische Premierminister sagte, es sei ein guter Deal für ganz Europa. Er wird Arbeitsplätze und Wohlstand auf dem ganzen Kontinent schaffen. Und ich glaube nicht, dass es etwas Schlechtes sein wird, wenn wir in Großbritannien Dinge anders machen oder einen anderen Ansatz bei der Gesetzgebung verfolgen. Denn in vielerlei Hinsicht sind unsere grundlegenden Ziele die gleichen. Und im Kontext dieser riesigen Freihandelszone, die wir gemeinsam schaffen, wird der Anreiz des geregelten Wettbewerbs meiner Meinung nach uns beiden zugutekommen. Auf britischer Seite muss sich jetzt das Parlament mit dem Handelspakt befassen. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft berief für diesen Freitag eine Sitzung der EU-Botschafter ein, um deren Zustimmung zum Deal zu bekommen. Der No-Deal-Brexit ist vom Tisch. Es gibt ein Abkommen zwischen Brüssel und London. Das muss allerdings noch ratifiziert werden von Europa und von den Briten. Ob Boris Johnson auch nur irgendein Zugeständnis an Europa durchbringen wird, ist offen. Denn dass er Premierminister wurde, hat er vor allem denen zu verdanken, die für den kompromisslos harten Ausstieg aus der EU waren. Schon Johnsons Vorgängerin Theresa May ist mit ihrem Deal dreimal im britischen Parlament gescheitert. Es ist offen, ob sich Boris Johnson dieses Mal darauf verlassen kann, dass das Parlament seinen Deal über die zukünftigen Beziehungen unterstützt. Theresa May war praktisch in der Opposition gegen ihre eigene Partei. Ihr ursprüngliches Austrittsabkommen passte den Hardlinern nicht. Und die Brexit-Hardliner ergriffen ihre Chance, sie zu stoppen. Aber das war letztes Jahr. Dieses Jahr sind die Umstände andere. Der große Unterschied für Boris Johnson ist die Tatsache, dass er eine Mehrheit von 80 Stimmen im Unterhaus hat. Abstimmungen auf Messerschneide werden wir wohl so nicht noch einmal sehen. Einige seiner Hinterbänkler könnten unzufrieden sein, aber ich denke, er wird die Stimmen sicher haben, um seinen Deal durchzubringen. Johnsons Reputation beruht darauf, dass er den Brexit liefert, wie versprochen. Dafür hat er schon einmal das Parlament umgangen und wenn nötig, könnte er das wieder tun. Eine andere Möglichkeit für ihn ist, Befugnisse zu nutzen, die er schon hat. Da besteht das Risiko, dass Teile des Abkommens nicht umgesetzt werden können, weil sie nicht durch diese Befugnisse abgedeckt sind. Aber was passiert, wenn mehr Zeit gebraucht wird? Johnson selbst hat das Gesetz durchgepaukt, dass keine Übergangsverlängerung möglich ist. Unmöglich scheint aber gerade jetzt nichts. Sollte es politisch von Nutzen sein, den Stichtag nach hinten zu schieben, dann werden beide Seiten auch Wege dahin finden. Wir sind so dicht am Ende der Übergangsphase, da bleibt nicht einmal viel Zeit zu klären, wie lang eine Verlängerung überhaupt sein könnte. Die Zeit ist knapp, aber der Wille scheint da zu sein, um, in Johnsons Worten, den Brexit jetzt durchzuziehen. Die Europäische Union und Großbritannien haben sich an Heiligabend auf ein Handelsabkommen geeinigt. Streitpunkt waren bis zuletzt die europäischen Fangrechte in britischen Gewässern. Nun hat die EU zugestimmt, ihre Fangmengen in einer Übergangsfrist bis 2026 um ein Viertel zu reduzieren. Nach 2026 müssen die Fangquoten erneut ausgehandelt werden. Für die EU bedeutet das Abkommen, dass ihre Fangflotten während der Übergangszeit einen
einen garantierten Zugang zu britischen Gewässern haben. Für die Briten heißt es nun, dass sie raus sind aus der gemeinsamen Fischereipolitik der Europäischen Union. Dass eine offene Grenze zwischen Nordirland und Irland erhalten bleibt, war ein erklärtes Ziel beider Seiten. Wie bereits im ursprünglichen Brexit-Deal von 2019 festgelegt, wird Nordirland im EU-Binnenmarkt verbleiben und weiterhin die EU-Zollvorschriften in seinen Häfen durchsetzen. Diese Kröte musste die britische Seite schlucken. Auch die Regeln an der Grenze zu Gibraltar waren ein strittiges Thema. Nach dem neuen Abkommen werden spanische Staatsbürger weiterhin frei in das britische Überseegebiet einreisen können. Britische Staatsbürger müssen ihre Pässe vorzeigen. Bewohner von Gibraltar selbst werden freien Zugang zum Schengen-Raum haben. Aber was passiert im Falle künftiger Meinungsverschiedenheiten, wenn zum Beispiel eine Seite ihre Umwelt- oder Arbeitsgesetzgebung ändern will? Das soll in Zukunft ein Schiedsgericht regeln, das sofortige Sanktionen verhängen kann, wenn Standards nicht eingehalten werden. Das lange erwartete Abkommen kann ein Neuanfang sein, bedeutet aber auch, dass die Auseinandersetzungen zwischen dem Kontinent und der Insel immer weitergehen können. Nach den Verhandlungen in jedem Handelsabkommen kommt die Ratifizierung. Demokratisch muss es abgesegnet werden. Alles in allem ist es ein Prozess, der Jahre dauern kann und oft auch dauert, aber nicht beim Brexit. Solche Abkommen dauern Jahre. Im Durchschnitt, denke ich, sind es 3 bis 4, nur für die Verhandlungen und dann typischerweise weitere 2 Jahre für die Implementierung. In Bezug auf den Brexit sprechen wir von Verhandlungen in 1 Jahr in der Übergangszeit, Ratifizierung jetzt in weniger als 1 Monat und Umsetzung fast sofort. Das schafft enorme Probleme in Bezug auf die Rechtssicherheit. Jeder Brexit-Deal, sobald er von Chefunterhändler Michel Barnier abgesegnet ist, müsste sowohl vom EU-Rat als auch von allen 27 EU-Staats- und Regierungschefs einstimmig gebilligt werden, dann in alle EU-Sprachen übersetzt werden, bevor er vom Europäischen Parlament geprüft, aber nicht geändert wird, obwohl es den Deal rundheraus ablehnen kann. Hochrangige EU-Abgeordnete bestehen darauf, dass sie Zeit brauchen. Für die Europäische Union und für Großbritannien werden wir das Ergebnis nicht absegnen. Wir werden eine ernsthafte Diskussion haben, eine Bewertung über die Substanz des Abkommens und dann werden wir unsere Entscheidung treffen. Und das braucht Zeit. Demokratie braucht Zeit. Aber nach der Ratifizierung kommt die Umsetzung. Mit wahrscheinlichen Störungen an den Grenzen und Handelsstreitigkeiten in den kommenden Jahren. Der Brexit mag jetzt vollzogen sein, aber das letzte Wort ist mit Sicherheit noch nicht gesprochen. In Bansko im Pirin-Gebirge herrscht bestes Wintersportwetter. Seit einer Woche sind die Skipisten in dem bulgarischen Ort geöffnet, allerdings unter strengen Auflagen. Ob auf Brettern oder nicht, überall in Bansko gilt das Gebot des Abstandhaltens. Die Skilifte werden täglich mehrmals gereinigt und dürfen nur von einer begrenzten Personenanzahl gleichzeitig genutzt werden. Die Skischule ist geschlossen. Der Wintersportort Bansko wurde während der ersten Coronavirus-Welle im Frühling abgeriegelt. Tourismusfachleute meinen, dieser Schritt sei übertrieben gewesen. Die neuen Maßnahmen seien streng genug, sagen sie. Dass sich der Erreger damals im österreichischen Ischgl massenhaft ausbreitete, brachte Wintersportorte in Verruf, auch in Bulgarien. Bansko wurde voreilig abgeriegelt. Es gab nicht viele Ansteckungsfälle, aber die Behörden sind den Maßnahmen in Westeuropa gefolgt. Dort breitete sich das Virus in Kneipen und nicht auf den Skipisten aus. Deshalb hat die bulgarische Regierung entschieden, die Wintersportorte zu öffnen. Auf diese Weise soll zumindest noch ein Teil der Saison gerettet werden. Insgesamt rechnen wir damit, dass die Auslastung in diesem Jahr um 70% geringer ist. Vor der Pandemie erlebte dieser Wirtschaftszweig einen Aufschwung. 2019 hat der Fremdenverkehr mehr als 1 Milliarde eingenommen. Sie sehen also, wie groß die Verluste sind. Wir zählen auf unsere Landsleute und Gäste aus den Nachbarländern, die mit dem Auto anreisen können. Die Pandemielage in Bulgarien insgesamt hat sich zuletzt gebessert.
Nach Angaben des Krisenstabes gibt es landesweit kein Gebiet mehr, in dem die höchste Warnstufe gilt. Ab dem 27. Dezember soll geimpft werden. Den Anfang macht Gesundheitsminister Kostadin Angelov, der sich die erste Dosis öffentlich verabreichen lassen will.